Heute starten wir den Countdown bis zur Ausgabe 200. Ab heute heißt es noch 10-mal schlafen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 190. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir gemeinsam in den Donnerstagabend starten. Wisst ihr, wie das besser geht? Na klar wisst ihr das, indem man sich reckt und streckt. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an und dann lasst ihr euch ins Bett hinein plumpsen. Und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, ihr findet heute die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Oder habt ihr die schon gefunden? Wenn nicht, dann ruckelt nochmal von rechts nach links und von links nach rechts. Denkt auch bitte dran, vor allem liebe Eltern, lasst mal eine Bewertung da oder ein Like oder ein Abo, dort wo ihr den Podcast gerade hört, damit tut ihr mir einen sehr, sehr großen Gefallen. Und wenn ihr richtig viel Lust habt, dann schreibt bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Hier ist die 190. Gute-Nacht-Geschichte für euren Donnerstagabend, den 4. März. Zwei echte Titelhelden sind heute wieder am Start. Und zwar hat sich die Mama der beiden, die Sandra, bei mir gemeldet und gesagt, dass seit ein paar Wochen ihre Kinder Marie und Ferdinand mit Ab ins Bett einschlafen. Die Marie ist fast 8 Jahre alt, der Ferdinand ist 4 Jahre alt. Und das Beste ist für die beiden, sie leben auf einem Bauernhof. Ja, Marie geht in die 2. Klasse, Ferdinand in den Kindergarten und Sandra hat mir verraten, dass man auf ihrem Bauernhof sogar Urlaub machen kann. Und daher heißt die Geschichte, Marie und Ferdinand machen Urlaub auf dem Bauernhof. Marie ist ein ganz normales Mädchen, Ferdinand ist ein ganz normaler Junge. Die beiden sind ganz normale Geschwister, die sich auch mal streiten, aber auch mal vertragen. Sie leben auf dem Land und dort leben sie richtig gerne. Um sie herum haben sie ganz viele Tiere. Mutterkühe mit ihren Kälbchen, Hühner, Enten, Schweine, Ziegen, Katzen, Esel und auch Ponys. Und die Lieblingsbeschäftigung, ja, die sind ganz verschieden. Beide haben aber etwas mit dem Bauernhof zu tun. Die Lieblingsbeschäftigung von Marie und ihr großer Traum ist mit einem großen schwarzen Pferd, mit einem Friesen, mit langer schwarzer Mähne über die eigenen Felder zu galoppieren. Am besten mit einer Pferdefreundin. Ja, für Ferdinand ist das aber nichts. Er braucht mehr Pferdestärken, er braucht mehr unter der Haube. Und deswegen träumt er davon, einen eigenen Traktor zu haben, um damit über den Hof zu fahren und bei der Arbeit auf den Feldern helfen zu können. Aber kein Drehtraktor, versteht sich, sondern wie sein Papa einen echten großen Traktor. Ja, heute ist Donnerstagabend. Marie und Ferdinand liegen in ihren Betten und sie träumen davon, wie dieses Jahr weitergeht. Und sie träumen endlich davon, in den Urlaub zu gehen. Noch bevor sie einschlafen, reden die beiden miteinander und sie machen sich Gedanken, wohin der nächste Urlaub geht. Vielleicht fahren wir mal ans Meer, fragt Ferdinand. Marie träumt davon, sogar einmal in der Karibik Urlaub zu machen. Oder auf einem Kreuzfahrtschiff. Doch die beiden wissen, dass das vielleicht gar nicht so das Richtige für sie ist, denn sie lieben ja ihre Tiere zu sehr. Ferdinand möchte unbedingt ja in diesem Sommer Trecker fahren. Und das kann man am besten natürlich zu Hause. Wir machen was ganz anderes, beschloss Marie. Wir planen einen Urlaub auf dem Bauernhof. Und wir nehmen uns jeden Tag Dinge vor, die wir bisher noch nie gemacht haben. Ferdinand war begeistert. Und so verabreden sie sich für den nächsten Tag, denn morgen am Freitag beginnt ihr Urlaub und den wollen sie am ganzen Wochenende fortsetzen. Noch bevor sie einschlafen, geht das große Grübeln und Überlegen los.
Marie überlegt, wie sie ihren Urlaub auf dem Bauernhof verbringen möchte. Und für sie ist klar, es braucht auf jeden Fall einen Swimmingpool. Sie hatte sich ja vorhin vorgestellt, am Meer zu sein, vielleicht sogar in der Karibik. Dort, wo es schön warm ist, wo die Strände weiß und die Palmen nah sind. Ja, so etwas brauchen wir auf dem Bauernhof auch. Da war sie sich sicher. Ferdinand überlegte auch, was eigentlich so ein Urlaub bedeutet, und er hatte nur eins im Kopf, nämlich mit einem Trecker durch die Gegend zu fahren. Und am liebsten über die Felder. Und als beide die Augen schließen und einschlafen, beginnt die Reise in den Urlaub. Nicht mit dem Auto, nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem Schiff und auch nicht mit dem Zug. Die Reise in den Urlaub beginnt in Maries und Ferdinands Gedanken. Und der Urlaub in ihren Gedanken und Träumen ist wunderschön. Als Marie die Augen wieder aufmacht, entdeckt sie direkt neben ihrem Zimmer ein Poolzimmer. Ja, auch wenn es draußen kalt ist, kann man also im Haus direkt baden und schwimmen. Es gibt sogar eine Rutsche. Die ist nicht besonders lang, aber sie macht besonders viel Spaß. Bei Ferdinand ist es anders. Als er die Augen öffnet, da liegt er gar nicht mehr in seinem Bett. Er liegt in einem Wohnwagen. Die Umgebung kommt ihm seltsam, aber doch vertraut vor. Schnell steht er auf, geht zur Tür und er sieht es nun. Der Wohnwagen wird von einem richtigen Traktor gezogen. Und den fährt er selber, ja, denn in seiner Hosentasche findet er den Schlüssel dafür. Der Wohnwagen war hinten angehangen und so setzte er sich gleich auf den Traktor drauf und brauste davon. Als er den Feldweg verließ, merkte er, dass das hinten dran auch kein normaler Wohnwagen war, sondern ein richtiger Treckerwohnwagen, mit dem man auch über Stoppelfelder und über Wiesen fahren kann. Und so brauste Ferdinand mit seinem Traktor und mit seinem Traktorwohnwagen hintendran von Feld zu Feld. Und immer wenn er Pause machte, dann ging er nach hinten und legte sich ein bisschen entspannt in sein Bett. Denn das ist das Praktische bei einem Wohnwagen. Sein Bett hat er immer mit dabei. Und den Traktor, den übrigens auch. Denn ohne Traktor fährt Ferdinand nirgendwo mal hin. In der Zwischenzeit hat Marie ein kleines Bad genommen. Sie schwamm ein paar Runden und rutschte ein paar Mal hin und her. Nun war es für sie an der Zeit, auch einmal rauszugehen und sich draußen umzuschauen. Als sie die Tür öffnete und auf den Hof trat, traute sie ihren Augen nicht. Ihre Mama Sandra stand da. Und in der Hand hielt sie die Zügel eines schwarzen Friesen, ein wunderschönes Pferd. Mama Sandra sagte zu Marie, komm Marie, es wird Zeit für einen Ausritt. Marie stieg auf das Pferd und sie merkte, dass das Pferd auch voller Vorfreude auf den Ausritt und auf Marie war. Doch es kam keine Pferdefreundin mit, sondern Mama Sandra ritt auf einem zweiten Pferd, nämlich einem Schimmel, der wunderschön aussah. Und so ritten sie und galoppierten über die Felder. Und am Ende der Felder sahen sie Ferdinand, wie er gerade vom Traktor stieg, mit seinem Wohnwagentraktor hintendran. Schnell ritten sie zu ihm. Und als sie angelangt waren, klappte Ferdinand an seinem Traktorwohnwagen eine Klappe auf und aus dieser Klappe wurde eine Tränke für die Pferde. So waren alle glücklich. Die Pferde, Mama Sandra und auch Marie und Ferdinand. Denn sie wissen, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Dann mit der Geschichte Philipps großer Traum.